Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Vor ein paar Tagen ist für den ICOM IC 7100 bzw. den ICOM IC 9700 ein neues Update herausgekommen. Mit dem Update werden viele neue Funktionen eingeführt und einige der Komfortfunktionen, die beim IC 705 eingeführt worden sind, werden hier ebenfalls in das Update reingepackt. Also ein Riesen-Update mit vielen tollen neuen Funktionen und ich zeige euch heute mal, woher ihr das Update bekommt, wie es installiert wird und welche neuen Funktionen es gibt. Los geht's! Los geht's zunächst einmal an den Geräten. Wenn ihr noch keine SD-Karte eingelegt habt, dann wird es Zeit, jetzt eine SD-Karte einzulegen. Vor dem Backup machen wir als allererstes mal eine Sicherung. Deswegen hier einmal draufgehen auf die Settings, dann hier runter auf SD-Card und dann gehen wir hier einmal auf den Punkt Save Settings und klicken da einmal auf New File. Bestätigen den Namen hier einmal mit Enter und hier auch Yes, dass wir auf jeden Fall alle Sachen hier mal sauber gespeichert haben. Das ist besonders wichtig natürlich hier beim 9700er, wenn ihr da viele Relais drin gespeichert habt. So, dann drücken wir hier zweimal auf Exit, dann sind wir wieder raus und dann holen wir die SD-Karten raus und damit gehen wir jetzt zum Rechner. Am Computer angekommen, gehen wir dann auf die Webseite von ICOM, icomjapan.com, dort einmal hier auf Support, dann rüber zum Punkt Firmware und Software und dann geben wir hier einfach in das Suchfeld den 7300er zum Beispiel ein, klicken einmal auf Search und dann bekommen wir hier angezeigt, was es hier Neues gibt. Wer hier hinten auf Last Update schaut, der wird ganz schnell das entsprechende Firmware-Update finden, hier vom 26.02.21. Dann hier einmal auf den Modellnamen draufklicken, dann wird hier schon mal beschrieben, was alles neu ist hier in dieser Version und dann gehen wir ganz weit runter bis zu diesem Punkt hier, dort einmal auf dieses Häkchen setzen und dann auf Download klicken, um hier den Download zu initialisieren. Das Ganze machen wir dann auch nochmal für den ICOM 9700er, je nachdem welchen ihr habt, welchen der beiden oder ob ihr beide habt. Auch hier einfach schauen und dann kommt man hier relativ schnell beim 9700er auf diesen Punkt hier mit der Firmware und da einmal hier draufklicken. Und dann wieder ganz nach unten scrollen, hier das Häkchen setzen und den Download anklicken. Wenn dann die Firmware-Datei heruntergeladen ist, dann wird jetzt die SD-Karte in den Slot gesteckt. Das hier ist ja die SD-Karte vom ICOM IC 7300. Dann öffnen wir hier die dazugehörige Firmware und in dieser ZIP-Datei ist dann hier eine DAT-Datei enthalten. Auf der SD-Karte seht ihr, haben wir ein Verzeichnis im Hauptverzeichnis. Das ist das Verzeichnis IC 7300. Und in dieses Verzeichnis wechseln wir jetzt rein, also Hauptverzeichnis IC 7300 und in dieses Verzeichnis, in dieses Unterverzeichnis wird jetzt einfach die DAT-Datei kopiert. Also nicht ins Hauptverzeichnis, nicht in irgendeins dieser Verzeichnisse, sondern in das ICOM IC 7300er Verzeichnis. Ja, und das Ganze machen wir dann analog auch noch hier für den 9700er mit einer anderen SD-Karte. Mit den beiden SD-Karten geht es dann wieder hier zu unseren Funkgeräten. Die werden hier wieder eingelegt und im Idealfall auch erkannt. Und das seht ihr hier an diesem SD-Kartensymbol. Dann gehen wir hier ins Menü rein, in die Settings rein und wieder ins SD-Karten-Menü. Und wenn wir da mal ein bisschen nach unten scrollen, dann haben wir hier den Punkt Firmware-Update, auf den wir jetzt draufgehen. Ja, dann kann man sich das hier durchlesen, was hier steht. Dann hier einmal Yes drücken und hier ebenfalls. Und hier sehen wir jetzt die Firmware-Versionen, die gefunden worden sind. Die wählen wir dann einmal aus und bestätigen das mit Drücken und Halten
Und dann beginnt hier auch schon das Update. Und jetzt müssen wir warten, bis beide abgedatet sind. Ihr seht auch immer, dass hier gewartet werden muss und wie lange gewartet werden muss. Und nach dem Update startet das Gerät auch neu und zeigt euch hier beim Neustart auch schon die Firmware. Wenn dann das Update fertig ist, dann wollt ihr natürlich wissen, was es jetzt alles Tolles Neues gibt. Und dazu gehen wir nochmal zurück auf die Seite mit dem Firmware-Download. Also da, wo wir eben die Firmware heruntergeladen haben. Hier haben wir auf OK geklickt und dann auf Download. Und auf dieser Seite, wenn wir hier mal schauen, dann gibt es hier eine kleine Beschreibung schon mal der grundsätzlichen, der größeren Dinge, aber es gibt hier unten auch einen kleinen Link zu weiteren Informationen. Wenn man diesen Link anklickt, kommt man auf eine weitere Download-Seite. Hier auf dieser Download-Seite muss man wieder bestätigen und dann kann man auf Download klicken und dann wird eine PDF-Datei heruntergeladen. Hier im Falle des ICOM IC 7300 ist das diese hier, eine PDF-Datei von 13 Seiten, die so ähnlich aufgebaut ist wie das Handbuch. Und hier erfahrt ihr alles über die neuen Funktionen. Hier wird zum Beispiel der neue Scroll-Mode erläutert. Hier erfahrt ihr die neue Menüfunktion. Es gibt jetzt hier zwei Menüseiten mit dem Preset-Menü. Im Preset-Menü könnt ihr ein fix und fertiges FT8-Preset laden und ihr könnt eigene Presets euch anlegen, in denen dann diese Sachen hier alle abgelegt werden. So könnt ihr die quasi on the fly wechseln und schnell und einfach laden. Ihr erfahrt hier alles über die neuen Funktionen des Multiknopfes. Das zeige ich euch aber gleich auch noch. Dort kann man jetzt jede Menge Sachen drauflegen. Außerdem hat sich das Display beim ICOM 7300 verändert. Hier, das sieht zwar alles so ähnlich aus wie vorher, aber wer zum Beispiel mal hier oben in die Ecke schaut, da war die Uhrzeit früher ganz in der Ecke und jetzt ist dort so ein Kilohertz-Zeichen, das zeigt euch an, welche Funktion gerade auf dem Multiknopf drauf ist. Ja, außerdem gibt es dann noch die Möglichkeit, hier die Tasten, ihr seht das Vox Break-In, Auto-Tune hoch und runter, neu zu belegen, mit neuen Funktionen zu belegen, unter anderem zum Beispiel mit dem Kia zu belegen und das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Sache. Außerdem kann auch das Mikrofon jetzt mit neuen Funktionen belegt werden, also diese Hoch- und Runter-Knöpfe, die es ja am Mikrofon gibt. Dann gibt es noch jede Menge kleinere Sachen, die hier hinzugekommen sind und wo es Änderungen gibt. Außerdem hier zum Beispiel bei den CIV-Kommandos. Das ist hier alles im Detail aufgelistet, aber eher dann für all diejenigen interessant, die das auch wirklich nutzen, so eher Programmierer oder sowas. Ja, und sowas gibt es natürlich auch für den ICOM IC 9700. Hier seht ihr mal dasselbe, dieselbe Datei ebenfalls mit 13 Seiten für den ICOM IC 9700. Auch hier haben wir im Prinzip dieselben Funktionen, die hier neu hinzugekommen sind. Es hat sich hier noch ein bisschen was getan, zum Beispiel bei den GPS-Settings. Das ist neu hinzugekommen, was natürlich da spezifisch ist und ansonsten ist das aber so ziemlich dasselbe Update wie hier auch beim ICOM 7300er. Wenn wir das am Gerät dann nachvollziehen wollen, dann stellen wir fest, dass nach dem Update zunächst einmal all unsere Einstellungen weg sind und die wollen wir natürlich wieder haben. Aus diesem Grund werden wir die einmal laden. Hier gehen wir einmal auf Settings drauf, dann ganz nach unten zu den SD-Karten-Einstellungen. Einmal SD-Karte, genau. Und dann klicken wir hier einmal auf Load Settings und dort laden wir dann die neuesten Settings einmal rein. Hier alles bestätigen, yes, und hier auch, yes. Und dann laden wir hier alles rein. Und wenn das dann fertig ist, ihr seht das hier, müssen wir einmal restarten. Das heißt, einmal hier das Gerät ausmachen und ein bisschen dann wieder einschalten. Hier dauert es ein bisschen länger, einfach weil mehr geladen werden muss. Die ganzen Repeater-Settings, die hier gespeichert sind, das dauert daher ein bisschen länger. Aber auch hier kommt dann irgendwann der Punkt, wo wir einen Neustart des Gerätes machen können.
Schauen wir uns einige der Änderungen auch nochmal ganz schnell hier in der Praxis an. Ich fange mal hier mit dem Multifunktionsknopf an. Ihr seht, da oben steht jetzt hier Kilohertz. Und das bedeutet, dass wir hier einfach die Frequenz in Kilohertz-Schritten ändern können. Wir können hier aber auch was anderes drauflegen. Ich drücke den einmal, dann kommt hier dieses Menü. Und hier seht ihr zum Beispiel die RF-Power. Wenn ich die jetzt drücke und halte, dann steht jetzt hier oben RF-Power. Und ich kann jetzt hier durch einfaches Drehen meine Sendeleistung ändern. Ich kann auch andere Sachen da drauflegen, wie zum Beispiel hier das Keying Speed zum Beispiel, das einfach hier bequem durchdrehen, ändern, sehr hilfreich im Contest. Oder aber, wenn wir zum Beispiel mal einschalten, die Noise Reduction, und wenn wir dann hier drücken und halten, dann kommt ja hier die Möglichkeit, das genauer zu konfigurieren. Und wenn wir das dann wiederum drücken und halten, dann seht ihr, liegt jetzt hier das Noise Reduction Level drauf und ich kann das hier drüber ändern. Wenn ich das wieder zurücksetzen will, einmal drücken und halten den Multiknopf und schon bin ich hier wieder auf Kilohertz. Ja, eine weitere Sache, die hier neu ist, ist die grafische Ansicht der Bandstacking Register. Ihr kennt die Bandstacking Register vielleicht, indem ihr einfach hier drauf geklickt habt und dann nochmal das Band ausgewählt habt, in dem ihr sowieso schon wart, und so konntet ihr durch drei Bandstacking Register hier durchgehen. Bei mir sind das CW, Datenmodus, also FT8 und SSB. Jetzt besteht hier noch die Möglichkeit, einfach hier vorne zu drücken und zu halten. Dann öffnet sich ein neues Fenster und dann sieht man diese drei Bandstacking Register und kann hier direkt gezielt zum Beispiel auf das dritte springen oder sieht, was ist denn überhaupt eingestellt auf den Bandstacking Registern. Das macht das Ganze wesentlich einfacher. Ja, außerdem haben wir hier, wenn wir mal das Spektrum ändern, jetzt die Möglichkeit, hier die Modi zu ändern. Ihr kennt bisher den zentrierten Modus und den Fixed-Modus, indem wir uns hier in einem bestimmten Bandbereich bewegen. Jetzt haben wir hier noch die Möglichkeit, das zu drücken und zu halten. Dann kommen wir in den Scroll-Modus, den jeweiligen. Hier ist einmal den Scroll-Center-Modus. Und wenn wir da sind, wenn wir jetzt hier ans Ende kommen, dann springt der seitenweise weiter. Ich bin jetzt hier raus aus dem Band. Und sobald ich jetzt hier ans Ende komme, zack, springt er auch hier seitenweise jetzt weiter. Wenn ich dann nochmal normal drücke, wird wieder umgeschaltet. Ja, für die anderen Funktionen gehen wir mal hier gerade ins Menü rein. Wenn ich jetzt hier auf Menü drücke, dann seht ihr, haben wir jetzt hier zwei Seiten. Ich kann also auf Seite 2 jetzt gehen und hier haben wir diese Presets, die jetzt neu sind. Da kann ich einmal draufklicken. Da seht ihr, es gibt einmal eine Einstellung schon für normal und eine für FT8. Die kann ich hier einfach antippen, dann wird die geladen und ihr seht, die ist jetzt hier in Use und dann habe ich hier automatisch zum Beispiel USB-Datenmodus aktiviert und noch einige andere Einstellungen gemacht. Ich kann das Ganze wieder unloaden, dann springe ich quasi auf meine Standardeinstellungen zurück und ich kann auch hier die normales Setting noch laden. Außerdem gibt es hier die Möglichkeit, noch drei weitere Settings zu nutzen. Die könnt ihr ganz einfach, indem ihr drückt und haltet, mit einem Namen belegen und dann auch Einstellungen da rein speichern. Dazu natürlich erst hier die ganzen Einstellungen machen, dann in das Menü gehen und entsprechend speichern. Ja, außerdem gibt es dann in den Settings noch neue Möglichkeiten. Das hatte ich ja eben schon so ein bisschen erwähnt mit dem Belegen zum Beispiel der Front Key Customize und Mic Key Customize, dass ich hier einfach neue Funktionen dann drauflegen kann. Ihr seht hier die Tasten, die man umprogrammieren kann. Vox Break-In, Auto-Tune und diese Hoch- und Runter-Tasten, die ihr hier seht, die könnt ihr neu belegen. Und da tippt man einmal drauf und dann seht ihr hier, welche Möglichkeiten ihr da habt. Und ihr seht, ihr könnt hier zum Beispiel auch den Keyer drauflegen, den Voice Keyer, den CW Keyer und auch den RTTY-Keyer. Hier, sodass ihr kein zusätzliches Keyboard mehr benötigt, sondern das zum Beispiel bequem hier über diese Tasten dann auslösen könnt. Ja, und das geht hier nicht nur bei denen, sondern auch zum Beispiel bei denen. Und da kann man das alles ganz bequem dann drauflegen. Gleiches gilt für die Mikrofontasten. Auch die kann man hier neu belegen. Ihr seht das. Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Auch das Keying kann da drauf gelegt werden auf diese Tasten.
Beim ICOM IC 9700 sieht das ähnlich aus mit den Neuerungen. Hat unterm Strich ein bisschen weniger Neuerungen, weil es dort einige Funktionen ja sowieso schon gab, wie zum Beispiel hier diese Bandstacking-Übersicht und auch die Multifunktionstaste hier, die konnte ja ebenfalls schon umprogrammiert werden. Das war ja hier eigentlich auch nichts Neues. Ja, es gibt aber auch hier einige Neuerungen, wie zum Beispiel hier diesen Scroll-Modus, den wir jetzt hier einschalten können, mit dem wir seitenweise durchs Band scrollen können, oder auch zum Beispiel das Umprogrammieren der Tasten ist hier ebenfalls möglich über die Settings Function. Und dann haben wir hier Front Key Customize und Mikrofon Key Customize. Hier fehlen natürlich die Hoch- und Runter-Tasten, sodass hier einfach nur noch eine Taste, die Tone RX nach CS Taste zur Verfügung steht zum Umprogrammieren. Aber ansonsten ist das hier auch alles möglich, was ich euch gerade schon auch am 7300er gezeigt habe. Soweit mein Video zu den beiden größeren Firmware-Updates für den ICOM IC 9700 und den ICOM IC 7300. Das ist eine ganz, ganz starke Sache von ICOM. Man hat dort erkannt, dass Firmware-Update nicht nur bedeutet, dass man nach ein paar Jahren mal so die gröbsten Fehler beseitigt, die man in der allerersten Version gemacht hat, sondern dass Firmware-Update auch bedeuten kann, dass man ältere Geräte wieder mit neuen Funktionen versieht und so die Attraktivität der Geräte hochhält. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache meiner Meinung nach, die, wenn man sie noch weiter spinnt, vielleicht irgendwann dazu führt, dass Hersteller zum Beispiel eine API zur Verfügung stellen, wo Drittprogrammierer noch zusätzliche Funktionen dann anbieten können. Ja, das ist aber sicherlich ganz, ganz weite Zukunftsmusik. Wenn ihr euch das hier nochmal in Ruhe anschauen wollt, dann verweise ich an dieser Stelle auch nochmal auf mein Video zum ICOM IC 705, wo ich zum Beispiel auf diese Scroll-Funktion noch etwas detaillierter eingegangen bin. Verlinke ich euch natürlich am Ende des Videos. Ja, soweit mein Video zu den Updates. Ich hoffe, es hat euch gefallen und konnte euch so ein bisschen helfen. Falls ja, dann freue ich mich wie immer über nette Kommentare hier unten drunter. Gerne könnt ihr mir da auch einen Daumen nach oben dalassen. Empfehlt mich weiter euren Funkfreunden in euren Ortsverbänden, damit wir hier auch gemeinsam weiter wachsen. Und vergesst bitte auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit ihr über kommende interessante Videos von mir auch informiert werdet. Zum Abschluss wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.